Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich euch auf etwas aufmerksam machen, von dem ich denke, dass es schon recht interessant ist. Und zwar geht es um die Programmliste an der Klimakonferenz in Glasgow. Wenn wir uns einmal deren Webseite anschauen und im Speziellen das Präsidentschaftsprogramm, so sehen wir hier all die Programme, die mit dem 1. November angefangen haben und täglich durchgeführt wurden. Wenn wir dann aber zum Sonntag, den 7. November, kommen, was lesen wir da? Ruhetag. Also im Zentrum des Veranstaltungskalenders der COP26 sehen wir, dass genau am Sonntag gar kein Programm stattfand. Zumindest nicht im Präsidentschaftsprogramm. Und hier erklärt uns diese Webseite zur täglichen Vorschau der Programme für den Sonntag, dass diese sich von den anderen Vorschauen unterscheidet. Nämlich, weil die offiziellen COP26 Pavillons diesen Tag als Ruhe- und Erholungstag nutzten. Ist das nicht sehr interessant? Und auch wenn das nicht bedeuten würde, dass gar keine Veranstaltungen an diesem Tag stattfanden, ist es dennoch höchst interessant zu sehen, dass die offiziellen COP26 Pavillons den Sonntag als Ruhe- und Erholungstag genutzt haben. Will man damit vielleicht ein Zeichen für die Zukunft setzen? Lasst uns die einzelnen offiziellen Pavillons, die am Sonntag kein Programm hatten, einmal anschauen. Nur um zu sehen, ob diese Infos auch wirklich stimmen. Das Präsidentschaftsprogramm der Veranstaltungen haben wir uns bereits angeschaut und gesehen, dass sie den Sonntag als Ruhetag vor der zweiten Verhandlungswoche genutzt haben. Und hier sehen wir in diesem PDF-Programm des Pavillons der Präsidentschaft all die Programme an jedem Tag. Morgens bis abends haben die ihr Programm. Und wenn wir dann zum Sonntag, den 7. November, kommen, was lesen wir da? An diesem Tag ist kein Programm vorgesehen. Dasselbe sehen wir, wenn wir zu den anderen Pavillons kommen. Doch wie beispielsweise hier beim Pavillon für indigene Völker, und dort auf deren Webseite, wo wir zu deren Programm an der COP26 kommen, sehen wir am Samstag noch volles Programm. Und der Sonntag? Der ist gar nicht erst aufgelistet. Und am Montag dann wieder volles Programm. Interessanterweise auch der Wissenschaftspavillon. Wenn wir uns deren Programm hier in PDF anschauen, sehen wir genau dasselbe. Von Montag bis Samstag volles Programm. Und der Sonntag ist gar nicht erst aufgelistet. Eine Erklärung scheint gar nicht nötig zu sein, denn an diesem Tag findet ihrerseits einfach nichts statt. Und dann noch der Pavillon für das Gemeinwohl. Schauen wir uns deren Webseite einmal an. Hier sehen wir den Zeitplan der ersten und der zweiten Woche. Und vom Samstag geht es dann direkt über zum Montag, also auch hier kein Programm am Sonntag. Aber auch solche, die jetzt nicht da aufgeführt sind, hatten am Sonntag bewusst kein Programm. Wie hier Blue Zone vom Dänemark-Pavillon an der COP26. Sonntag, 7. November, Ruhetag, Blue Zone geschlossen. Will man hier bewusst ein Zeichen setzen? Oder ist alles wieder nur eine Verschwörungstheorie? Nein, meine Lieben, es ist keine Verschwörungstheorie. Grüner Sonntag, eine Antwort auf die Klimakrise. Sir Nicholas Stern hat für die britische Regierung einen ausführlichen Bericht verfasst, in dem er die dringend erforderlichen Maßnahmen als Reaktion auf die drohende Klimakrise skizziert. Die meisten seiner Lösungen für die globale Erwärmung sind technologisch und basieren auf der Suche nach alternativen, nicht fossilen Energiequellen. Sie alle sind lobenswert, aber es wird noch einige Zeit dauern, bis wir diese Lösungen implementieren können. Doch in der Zwischenzeit können wir sofort etwas tun. Wir können den Sonntag zum fossilfreien Tag oder zumindest zum Energiespartag erklären. Wir können diese Woche, diesen Monat oder dieses Jahr beginnen. Wir können einzeln und gemeinsam starten. Wieso muss es unbedingt der Sonntag sein? Nun, der Verfasser dieses Artikels erklärt es so. Vor nicht allzu langer Zeit war der Sonntag ein Ruhetag, ein Tag der spirituellen Erneuerung.
ein Tag für Familien, um zusammenzukommen. Aber wir haben den Sonntag von einem Ruhetag zu einem Tag zum Einkaufen, Fliegen und Fahren gemacht. Im Zusammenhang mit übermäßigen Kohlenstoffemissionen in die Atmosphäre, die katastrophale Umwälzungen mit sich bringen, können und sollten wir jedoch den Sonntag zu einem Tag für Gaia, die Erde, machen. Es wird keine große Härte geben an einem Tag in der Woche, den nicht unbedingt notwendigen und nicht dringenden Verbrauch fossiler Brennstoffe zu reduzieren. Wir können Supermärkte, Kaufhäuser und Tankstellen problemlos schließen, Lieferungen einstellen und die Mobilität auf das Nötigste reduzieren. Wir können den Sonntag noch einmal mit Familie und Freunden genießen. Dies wird sowohl für unsere persönliche Gesundheit als auch für die Gesundheit des Planeten gut sein. Auf einen Schlag können wir unsere CO2-Emissionen in die Atmosphäre um ein Siebtel reduzieren. Hört sich das nicht nach einer guten und einfachen Lösung an? Wir können jetzt schon etwas fürs Klima tun, nämlich am Sonntag ruhen. Nicht nur für unsere persönliche Gesundheit, sondern auch für die Gesundheit des Planeten. Meine Lieben, hört ihr, wie der Drache spricht? In Offenbarung 13, Vers 2 lesen wir: Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Wem gab der Drache seine Macht? Dem Tier, dessen Todeswunde geheilt wurde und der große Worte und Lästerungen gegen Gott redet. Was wir hier lesen können, ist genau das, was das Papsttum in Laudato Si als Lösung fürs Klima und der Welt anbietet, nämlich sein Ruhetag, nicht der des Schöpfers, welcher Himmel und Erde gemacht hat. Offenbarung 13, Vers 8 prophezeit, dass alle, die auf der Erde wohnen, dieses Tier anbeten werden. Wenn der siebte Tag Sabbat des vierten Gebots Gott als unseren Schöpfer kennzeichnet, den wir allein anbeten sollen, denn der erste Engel aus Offenbarung 14 sagt uns, betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde, dann werden die, welche den Sonntag als Ruhetag zur Lösung fürs Klima annehmen werden, damit letztendlich Satan die Ehre geben und ihn und das Tier anbeten. Offenbarung 13, Vers 4. Für viele mag das hart, herzlos oder kalt klingen, doch wir sprechen hier nicht über einzelne Menschen und gutgläubige Katholiken, nein. Hier geht es um das päpstliche System, um eine Macht und um die Macht, die letztendlich hinter diesem System steht. Und die Bibel sagt uns, dass das der Drache, Satan, die alte Schlange ist. Sagt man nicht, dass ein Bild mehr sagt als tausend Worte? Wie sieht die Veranstaltungshalle des Vatikans aus? Diese Halle soll eine Schlange darstellen, deren Haut, der Kopf mit ihren Augen und den Giftzähnen. Wer denkt sich denn sowas aus bei der Gestaltung und Planung eines solchen Gebäudes? Meine Lieben, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Allein dies bestätigt die Macht hinter diesem Tier, welches Satan ist. Und der Sonntag ist sein Mahlzeichen. Haben Christen Anfang dieses Jahres nicht 1700 Jahre Sonntag gefeiert und damit dessen Ursprung? Der Tag, der dem Sonnengott geweiht war? Denn als das Römische Reich allmählich zum Christentum konvertierte, wurde der Sonntag zum natürlichen Tag für den Sabbat und die Ruhe. Da die Römer, wie uns diese Seite erklärt, an den Sonntag als freien Tag gewöhnt waren. Leben wir nicht in einer sehr interessanten Zeit, in der wir sehen können, wie das alles Gestalt annimmt? Setzt die Klimakonferenz in Glasgow damit nicht bewusst ein Zeichen für den Sonntag als Ruhetag? Und folgen Sie so nicht den Fußspuren Roms? Protestanten und Katholiken haben sich im Kampf gegen den Klimawandel zusammen mit anderen Religionen vereint und üben Druck auf die Regierungen aus. Und auch wenn der Weg zu einer nachhaltigeren Zukunft, in der man nach Lösungen sucht für alternativen und nicht fossilen Energiequellen, so können wir, wie haben wir vorhin gelesen in dem Artikel, in der Zwischenzeit schon jetzt etwas tun, nämlich wir können den Sonntag zum fossilfreien Tag oder zumindest zum Energiespartag erklären.
und zu einem Tag für Gaia, die Erde, machen. Geht es noch deutlicher? Meine Lieben, wenn doch die Welt, so wie es uns die Prophetie sagt, immer näher an diesen Punkt kommt, wo sie das Mahlzeichen des Tieres nicht nur selber annehmen werden, sondern auch allen anderen aufzwingen wollen, sollten wir da nicht umso mehr unseren Standpunkt festmachen, nämlich für den biblischen siebenten Tag Sabbats des vierten Gebotes? So werden wir, während die Welt mit ihrem falschen Ruhetag dem Tier und damit dem Drachen die Ehre geben, mit dem Halten des siebenten Tags Sabbats unserem Schöpfer die Ehre geben und ihn anbeten. Möge Gott uns dabei helfen und uns auch weiterhin die Augen dafür öffnen, für das, was in der Welt geschieht. Denn der Sonntag verpackt als Lösung im Kampf gegen den Klimawandel ist ein sehr ausgeklügelter Plan. Und leider sehen das viele nicht. Ich wünsche euch Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Bei ein Licht in der Dunkelheit.